So, Internet, hallo, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Genau an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Ich habe kurz ein kleines Päuschen gemacht. Hatte ich mir verdient, habe was getrunken, gegessen und jetzt geht's weiter. Na? This is Vanguard Moira. Sorry if I had to reclaim some UC property, but this whole star yard is overrun. I've patched up my ship and I'm heading to Neptune. Going to put in another request to get the fleet out here to deal with these spacers. But until then, if any of you thugs are listening, I'm the damn ghost stealing your stuff in the night. Clear out while you have the chance. Okay. He's almost daring the spaces to come up. Ab zum Neptun. Net tun. Ja. Das sollte man lieber nett tun. Zum Neptun gehen. Oh Gott. Das war, glaube ich, Top 10 dümmste Aussage, die ich jemals getroffen habe. Oh nein, ich komme hier nicht raus. Ich muss hier raus. Komme ich da raus? Warte mal. Schauen wir doch mal ganz kurz was. Ja. Man muss halt nicht mal irgendwo rausgehen oder so. So, du kannst halt einfach ganz easy. Ganz easy dich überall immerhin teleportieren. So, machen wir jetzt erstmal die Antriebe kaputt. Was ist denn jetzt mit denen hier los? Warum seid ihr jetzt so? Hat der mich jetzt kaputt gemacht oder ich ihn? Ich glaube, ich bin jetzt in ihn reingedonnert, ne? Ja. Und bin dabei kaputt gegangen. Mann, was eine Scheiße, ey. Achso, Sekunde. Ich habe ja schon gemerkt, dass man sich das alles ersparen kann. So, Antriebe.
Kann ich andocken? Okay, sieht gut aus. Ich konnte noch andocken, bevor ich dagegen geböllert bin. So, dann gehen wir da jetzt rein. Aber vorher brauche ich erstmal eine andere Waffe. Heieieiei. Ah, danke. Danke, YouTube. Oh. Geht eigentlich mit ihr gerade ab? Warum ist sie denn so auf Nahkampfmodus? Ich glaube, weil ich ihr die Waffen weggenommen habe, ne? So, aufstehen, komm. Erzähl mir, was du mir sagen willst. Am I glad to meet whoever you two are? Looks like we're all in one piece. Any day you walk away from, right? What? You guys still exist? Man, I've only heard stories. We've heard stories too. About a strange object you found on patrol. So, you know what that thing is. I tried to hawk it in Sidonia, and the guy thought I was peddling phony titanium. It doesn't play nice with scanners. It'd be worthless to someone trying to flip rare minerals quickly. So you're saying I shouldn't be using krass, wie es weniger abfuckt, wenn die Stimme synchronisiert ist. Hey, I'll trade some weird space rock for a rescue anytime. Hope you figure out whatever that thing is. Good work. Let's get back to the lodge. Ah, sehr gut. Das nehme ich mir auch noch mit. Arschlochsteuer. Genauso wie den hier. Ich brauche mehr davon. Ich will mein ganzes Raumschiff damit bepflastern. Was schlecht ist, weil ich habe schon ziemlich viel davon wieder verkauft, aber ist egal. So, ich dock mich erstmal ganz regulär ab hier. Jetzt möchte ich ganz gerne mal Folgendes machen, nämlich in die Mission reingehen. Liegenden Planeten des Wallet-Systems. Okay, zeig mir das mal gerade auf der Karte, wo das ist. Nicht mal eben so ums Eck, ne? Ich kann einen Hypersprung über zwei Galaxien machen. Dann hole ich mir da wenigstens noch das Kopfgeld ab. Dann muss ich nicht ganz so... Oh, was ist denn das? Nee, hier. Niven. Komm.
jetzt kein keine Ablenkung. Jo, scannt mich ruhig. Ich habe damit gar kein Problem. Finde und zerstöre die Crimson Ghost. Zeig mir das mal gerade auf der Karte. Die sind da. Arschweit voneinander entfernt. Ich weiß ja nicht, wo hier die Sprünge sind. Aber seht ihr, das ist das, was ich halt immer wieder sage und immer wieder meine. Dieses immer wieder stetige Hin- und Herspringen. Ich habe das jetzt auch schon dreimal angeklickt, oder? Ja, klasse. Wie soll ich denn 0 drücken, wenn ich 0 drücke und nichts passiert? Okay, da hat mich aber ganz schön runterrasiert. Weil ich in diesem Zielmodus war. So, wo ist diese Phantom? Na ernsthaft, wo ist sie denn? Aber nicht mehr als 0 drücken. Ich glaube, ich habe einfach keine Repair Kits. Ja. Ja, klasse.
Ja, muss ich jetzt diese Mission machen, bis ich das einnehmen darf? Ich kann während dem Kampf nicht schnell reisen. Aber ich habe nichts zum Reparieren! Mann! Wie soll ich das denn machen? Ich habe doch diese dummen Schiffsteile. Gibt's doch nicht. Drücke 0. Ich drücke 0. Ich drücke richtig hart die 0. Ich habe safe nichts zum Reparieren. Ich wette. Ich wette, ich habe nichts zum Reparieren. Und jetzt hänge ich in dieser dummen Scheißmission fest, weil ich da nicht drauf geachtet habe. Kotzt mich das an. Kann ich bitte einfach nur in mein Inventar... Game. Arschloch. Dich hole ich jetzt auch noch. Warum auch immer ich mit 0 nicht reparieren kann, aber... You're mine.
Das ist dumm. Das muss ich jetzt einfach mal leider so sagen. So, wo bin ich denn? Das ist mein Schiff. Ich will hier gar nichts mehr in dem System zu tun haben. Hülle komplett im Arsch. GG. Ich verstehe nicht, warum ich das Ding nicht reparieren kann. Klasse. Wahrscheinlich keiner an Bord zu sein. Docken wir mal an und schauen mal, ob wir das Ding irgendwie reparieren können. Schiffsteile. Repariert 4% der Schiffshülle für 10 Sekunden. Verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen, aber das hat mich gerade auch einfach viel zu sauer gemacht. Was ist denn das jetzt hier? Wo sind wir denn? Okay, gibt's offensichtlich keine Gravitation. Einfach jetzt übelst der Spacefight hier, was ist denn los? Hab ich auch keine Muni für. Enough clutter there, should we find some more?
Alter, ist das weird. Aber irgendwie merkt man endlich mal, dass man halt im Weltraum ist, ne? Finde ich gar nicht mal so scheiße. Alter. Wichser. Ich habe halt keinen Plan, wo ich gerade hin muss. Das sind ja auch keine Spinde oder sowas, die man looten könnte. Alter, das wäre natürlich richtig Premium. Nur wo soll ich die finden? Okay, Moment. Gebe ich hier Nummern ein? Wo gebe ich Nummern ein? Ist das hier? Leute, jetzt bin ich allerdings gerade so ein bisschen. Jackpot-Kombination eingeben. Keine Ahnung. Ich lasse das mal lieber, bevor hier irgendwas am Ende noch gesperrt wird. So, was habe ich denn jetzt hier eigentlich aufgesammelt? Was Schmuggelware ist. Sehe ich das noch? KI-Bewusstseinsadapter. Alter, was? 14.000? Wo kann ich sowas verkaufen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, selbst wenn ich davon nur ein Drittel kriege. Back to the lodge, shall we? Maybe another time. Okay, also wie heißt das? Jackpot Backend.
So, gucken wir mal kurz hier oben. Hier waren wir nämlich noch nicht. Computer des Leiters. 12, 19, 36, 5. Ich schreibe mir das mal gerade nebenbei auf. Upsi. Do you think this might be... Why are you bothering to carry all that junk? Eine alte Shotgun. So, okay, also hier. Das ist ein Spacer, den wir getötet haben. Ich bin hier gelandet. Also 12, 19, 36, 5. Wollen wir es mal probieren? Komm, wir probieren es mal, Internet. Siebenhundert. Naja, immerhin. Und wir haben noch ein bisschen Schmuggelware, wo ich halt jetzt mal überlegen muss, wo ich die überhaupt verkaufen kann. Ich meine, 3700 ist, glaube ich, jetzt nicht utopisch viel. Aber es soll erstmal ein guter Start sein. Okay, jetzt bin ich wieder angezeckter, als ich gestern hätte überhaupt sein können. Jetzt brauchen wir einen Ort, an dem wir den Scheiß verkaufen können. Einmal abdocken, bitte. Und jetzt ziviler Außenposten. Werden wir da gescannt oder werden wir da nicht gescannt? Also wir sind ja schon eigentlich in der Nähe. Das heißt, wenn die uns hätten scannen wollen, hätten die das schon längst tun können. Irgendwie ist meine Kamera heute anders als gestern.
Bewohnte Höhle, ja. Ah, guck mal, da ist der Außenposten. Wir sind nun mal wieder komplett überladen. We should add that artifact. If you have any gear you want me to haul, I'm happy to help. Ja, nimm mal kurz was ab, bitte. Ah, sie ist auch komplett voll. Time to go. Ich werde hier mal noch nicht anfangen, irgendwas abzuballern. Ich gerade nicht den Sauerstoff habe, um in einen Kampf reinzugehen. Leider Gottes ist sowohl Sarah wie auch ich komplett überladen. Daher ist es nicht unbedingt möglich, das hier alles ein bisschen schneller zu machen. Ich hoffe, da oben in dem Außenposten gibt es irgendwo eine Verkaufsstelle. Das ist dumm. Richtig viel Sauerstoff verbraten für einen Sprung, der nichts gebracht hat. Someone came along. We could really use your help. On our way back from a supply run, a massive storm swept through our area. Vielleicht eigentlich nicht helfen, ich will eigentlich schon was verkaufen. We all got out of there as fast as we could, all of us except one. He must have gotten hurt in all of the chaos. Fine. If you'll excuse me. Ja, du bist entschuldigt. Take as long as you need. You have the place to yourself. If you've got credit. Okay, guck mal. Let me know if you also mit der kann man was verkaufen. Mal gucken, ob die auch den Scheiß kauft. Den wir mit uns rumschleppen, der illegal ist. Ah, wo ist es? Alter, fuck, ich kann keine Schmuggelware abgeben bei ihr. Scheiße. Scheiße. Okay, gut. Was habe ich denn hier sonst noch? Habe ich jetzt gerade alles ausgewählt? Komm, wir gehen erstmal in die Waffen rein. So. Oh, sie hat nur noch 30. Oh, das ist ja klasse.
Stay safe out there. I used to be an explorer too, but then I... No, never mind. LOL. Nice to see a friend. Einfach Anspielung auf Skyrim. I used to be an explorer too, but then long story. On our way back from a supply run, we all got... He must have... Excuse me, bye. Ja, you are excused. Someday I'm gonna be the toughest pirate in the whole galaxy. I'm proud of what we've built here. Und wie heißt du? Ruffy? Wants to live in a flashy city. Scheiße. Ja, okay, ich glaube, dieser Außenposten, der bringt mir halt leider gar nichts. Nicht mehr die Credits klauen würde mir hier was bringen. Nicht schnell reisen, weil ich zu viel Equipment dabei habe. Also sage ich jetzt mal nichts zu. Wissenschaftsaußenposten. Also wenn ich jetzt wüsste, was ich nicht weiß, wäre ich schon schlauer. Wenn ich jetzt wenigstens wüsste, dass ich, wo ich das Zeug verkaufen kann. Ich glaube, ich werde hier an der Stelle mal einen kurzen Cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin habe ich rausgefunden, A, wo ich das Zeug abgebe, B, bin ich am Flugzeug. Weil die Qual will ich euch jetzt nicht nochmal antun. Dankeschön fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge Starfield wieder. Haut rein. Mein Name ist Jesse Nieven. Das ist Starfield. Kussi.